Moin und herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eskimo ist endlich da, das 5th Anniversary von Grand Cross. Was hab ich mit diesem Spiel schon durchgemacht? 5 Jahre sind es jetzt schon. Das ist wirklich, wirklich crazy. Ich habe richtig Bock auf den Banner, aber bevor wir da jetzt reinsammeln, will ich eine Sache unbedingt sagen. Ich habe Lucky Bag Ticket aufgemacht, straight up das erste, waren meine 25 Gems. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, nice. Oder? Richtig crazy, richtig crazy. Jetzt würde ich einfach mal sagen, lasst einfach reinsammeln, oder? Ich habe richtig Bock auf die 300 auf jeden Fall zu gehen. Dann, ich habe ja 400 Gems. Ich mache, denke ich mal, ein bisschen weiter, wenn ich kann überhaupt. Ich habe es jetzt nicht ausgerechnet. Ich glaube, ich brauche 420 Gems für eine weitere Multi. Dann sind es halt nur 380 Gems, die wir heute im Video machen. Aber es ist trotzdem einiges. Der Banner ist crazy. Wir haben den DK Melly, der drin ist. Dann haben wir die Elizabeth, Demon King, Hell, Mile, Bun, Ultimate Escanor, der Alte. Und ein paar Filler-Charaktere am Anfang, muss ich ehrlicherweise sagen. Hier, das sind alles meiner Meinung nach Filler-Charaktere. Aber dann hier unten, hier weiter unten, crazy. Diese Roxy, geil. Diese Margaret, geil. Summerfreya kann man benutzen, noch immer für, wie heißt es, für Heroes Arena, sehr, sehr gut. Tristan, eine sehr, sehr gute Unit. Dann dieser King, sehr, sehr geil für den Rathatos-Boss. Schmeckt schon, schmeckt schon. Vielleicht ziehen wir ihn ja jetzt in der ersten Multi. Lasst anfangen, würde ich sagen. Also, ich hoffe einfach, dass ich nicht komplett gigashaftet werde. Wie? Wo wurde ich noch gigashaftet? Nicht schlecht. Wo wurde ich noch gigashaftet? Ja, stimmt. Wobei, gigashaftet kann man jetzt nicht mehr sagen. Aber bei Shield Hero, holy shit, wenn ihr meine Summons gesehen habt, die war ja richtig bodenlos. Und bei Chaos Affe wurde ich auch missgeschäftet. Wobei man da sagen muss, ich bin da bis zu 600 ein bisschen mehr gegangen. Und ich habe zwar Chaos Affe nicht bekommen, aber dafür zweimal Summer Margaret. Nicht schlecht auch. Dadurch konnte ich Nidhogg überhaupt zweimal machen. Sehr, sehr geil. Also finde ich persönlich sehr, sehr geil. Gucken wir mal, was wir hier bekommen. Was ich schade finde, ich denke mal, sobald wir keine Ultimate Escanor Animation bekommen, bekommen wir auch den neuen Ultimate Escanor nicht. Weil ist ja immer so, bei Ultimate Escanor Animation bekommt man den Dinger, die neue Unit oder die Light Unit halt sozusagen. Ich dachte jetzt, das wäre schon gewesen, aber irgendwie war die grau. Jetzt ist es sie aber. Okay, ich glaube, Wedding Brunhild habe ich noch gar nicht. Sehr, sehr solide für mein Ragnarok-Team. Ja, genau, sehr, sehr solide für mein Ragnarok-Team bei Heroes Arena. Brauche ich unbedingt. Ich brauche aber tatsächlich auch noch Summerfreya. Also wenn wir hier jetzt in diesem Summer-Video mit Ultimate, mit einem Ultimate Escanor rausgehen und mit Summerfreya, sage ich echt nicht nein, weil, ich bin euch ehrlich, die Ultimate mit Escanor ist natürlich geil, wenn du stirbst. Da machst du halt Bababu Damage den Gegnern. Aber von sich aus die Ultimate ist meiner Meinung nach wirklich nicht geil. Ist meiner Meinung nach wirklich nicht geil. Ich gehe auch eher weniger auf eine auf Ult-Dupe, sage ich euch ganz ehrlich. Natürlich, wenn ich irgendwie 2-6 bekomme. Ich überlege mir aber noch, ganzen Banner durchzumachen. Aber wenn ich ihn einmal bekomme, schon bevor ich zu 900 gehen muss, sage ich euch ganz ehrlich, ich als Free-to-Play, wo seine Ulti sowieso nicht so gut ist, weiß ich nicht, ob ich das wirklich mache. Also weiter zusammen. Da spare ich lieber meine Gems und gucke, was im zweiten Part kommt. Vielleicht ja Dinger, Percival. Oder guck dann einfach, ob ich Dinger, ich sage jetzt kurz Escanor Animation, vielleicht ohne Sonne. Oder guck einfach, was dann später vielleicht kommen könnte. Deswegen, da chill ich noch ein bisschen. Bin ich halt so. Nein, schade. Oh, DK Mark. Nice, nice. Okay. Die lassen wir natürlich durchlaufen, ist ja ganz klar. Und jetzt kann ich ja sagen, leider ist es bis jetzt noch nicht angekommen, aber ich habe ein bisschen mein Setup, meine Gadgets im Setup geändert. Und ich habe ein besseres Headset jetzt auf jeden Fall. Jetzt bekomme ich auch bald ein crazy Mikrofon. Leider ist es bis jetzt nicht angekommen. Ich habe gehofft, dass es vor diesem Video schon ankommt. Es kommt zwar heute an, aber ist leider noch nicht angekommen. Und ich kann halt auch nicht genau sagen, wann es ankommt. Weil es steht im Laufe des Tages halt einfach und ich kann jetzt halt auch nicht noch 5 Stunden warten, weil da kommt das Video zu spät. Das Video geht ja einige Minuten, ich denke mal 10, 15 Minuten wird das Video schon gehen. Und ja, ist halt aber dann ein Problem. Schade, ich glaube, die habe ich schon tatsächlich. Nein, habe ich noch nicht gehabt. Okay, gut. Box ist sie, nicht schlecht, sage ich euch ganz ehrlich.
Was ich aber tatsächlich noch haben will aus dem Banner, jetzt sagen wir mal, was ich real haben will. Natürlich Ultimate Escanor und DK Melly, die zwei, die wo ich am meisten habe, ganz klare Sache. Diese hier habe ich halt nicht, die Kinnegan Elizabeth habe ich halt nicht, wäre nice, wenn ich es bekomme. Sonst Bann Ultimate, die Easton wäre cool und tatsächlich Summer Flayer und oder Roxy des Wahnsinns anstatt der Easton. So finde ich, glaube ich, wäre es halt sehr, 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 sehr geil. Aber vielleicht bekommen wir sie ja noch. Wir sind 90 Gems in. Wir haben leider bis jetzt nicht so viele geile. Wir haben zwei neue Charaktere bekommen, zwei neue Units, aber die ich halt noch nicht hatte, aber bis jetzt noch nicht gut ist. Was ist denn die nächste Animation? Sieht leider nicht gut aus. Vielleicht noch irgendwie diese lilane Schrift. Was ich immer cool finde ist, und teilweise auch nicht cool finde, Anniversaries by Sam, The Sims und Legends, Dragon Ball Legends, ihr wisst ja, ich spiele Dragon Ball Legends auch gelegentlich, sind sehr, sehr nah beieinander. Also Legends hat letzte Woche Samstag ihr Anniversary angefangen, ihr, glaube ich, 6. Anniversary. Und jetzt, paar Tage später, ist das 5. Anniversary von Grand Cross. Und ich muss überhaupt nachdenken, dass Legends ein Jahr vorher erst rausgekommen ist, ist halt schon crazy. Ah, ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, was ich von diesen westlichen Sams gerade halten soll. Irgendwie habe ich Angst, dass ich da nichts bekomme. Irgendwie habe ich Angst. Kann vielleicht, das wird gar nichts. Gucken wir, ob er verliert oder gewinnt. Vielleicht Ultimate Escanor? Nö, gar nichts. Gar nichts. Ah, ich habe schon Angst jetzt. Ich habe schon sehr, sehr Angst. Gleich Animation? Ja. Oh, aber iFlash und Fake, die Mark. Counter? Nee, schade. Läuft bis jetzt wirklich nicht gut. Zwei Filler-Charaktere bekommen. Keine Festival von den zwei Filler-Charakteren, die wir bekommen haben. Also keine schlechte Festival, nicht mal. Wir sind bei 180 Gems schon. Wir haben noch 232 Gems. Wir können aber nicht alle einsetzen. Genau gleiche scheiß Animation. Ich bekomme immer die gleiche schlechte Animation. Nur, dass hier das Schwert halt auch schlecht ist. Sieht nicht gut aus. Vielleicht irgendwie wieder eine Schrift gleich. Es hat jetzt mein Hype ein bisschen runtergenommen. Ich habe trotzdem richtig Bock auf den Banner. Weil ich will aber eigentlich nicht so viele Gems ausgeben, weil ich selber weiß, die Ultimate von dem Escanor ist halt wirklich nicht gut. Deswegen will ich gar nicht weiter Sam. Ich hoffe einfach, dass ich ihn jetzt noch irgendwie bekomme. Schreibt mir dann aber gleich natürlich in die Kommentare, wie eure Sams laufen oder ob ihr überhaupt Samt. Oh, Escanor? Nein, schade. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht Escanor. Aber warte, das kann vielleicht DK Melly sein. Wobei ich nicht genau weiß, viele haben mir in die Kommentare geschrieben, für DK Melly brauchst du dieses Schwert, dieses silberne. Die gleiche Animation, also dunkler Himmel mit Kreuzen und sowas. Und Hawk, aber du brauchst dieses Schwert, dieses silberne Schwert. Ja, tatsächlich, okay. Okay, doch kein Team DK Melly Animation. Am Ende, ja, lassen wir durchlaufen. Okay, Golfer. Dass ich Gopher auch nicht habe, geht mir halt auch so auf den Semmel, sage ich euch ganz ehrlich. Sein Banner war halt nicht gut, er kam zu einem sehr, sehr ungelegenen Zeitpunkt. Aber es hat sich halt einfach nicht gelohnt, da rein zusammen. Und für Sins ist er aber halt sehr, sehr strong mit dem Escanor, sehr, sehr strong. Gucken wir mal, vielleicht kommt er ja bald wieder back. Wenn Mal war ja auch ähnlich für die Festival, könnte vielleicht im November back kommen. Der November Festival Banner. Weil November Festival Banner wird eigentlich auch. Nee, November Festival nicht. New Year's, glaube ich, ist ein Vote Banner. Wenn ich es nicht in Erinnerung habe. Aber ich denke, November Festival Banner wird er trotzdem drinne sein. Okay, der Hawk war anscheinend für sie hier. Nächste Unit, yalla. Come on. Ich habe leider geskippt, aber Mile. Okay. Ult pushen kann ich, ja. Ich brauche aber mal eigentlich nicht, außer für Nidhogg, deswegen mache ich es auf jeden Fall in seine Ulti rein. Wir sind 70 Gems von der garantierten S oder vielleicht von der garantierten UR entfernt. Bekommen wir den Escanor noch vor der 300 oder sind wir unlucky? Es sieht so aus, als ob wir unlucky wären.
Sieht nicht gut aus. Tschüss, Digga. Holy shit. Letzte Multi vor der garantierten 300er. Gehen wir rein. Sieht nicht gut aus. Sieht halt einfach wieder nicht gut aus. Okay, okay, ich habe nichts gesagt. Sorry, Bro, ich habe nichts gesagt. Ich habe halt wirklich Angst bei solchen Animations. Kann es halt meistens, denke ich mal, nicht der Ultimate Escanor sein, weil der Ultimate Escanor bekommt wahrscheinlich dann die Ultimate Escanor Animation. Finde ich ein bisschen schade, aber ist halt so. Gucken wir mal. Vielleicht verliert er ja auch. Ne, schade. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht verliert er ja auch. Aber Ultimate Escanor Animation ist, wenn der Himmel dunkel ist und du eine Sonne hast. Das ist Ultimate Escanor Animation. Und ich hatte die, glaube ich, tatsächlich noch nie in einem Video, soweit ich mich erinnern kann. Oder hatte ich sie bei Bann? Hatte ich sie im Bann-Video? Nee. Im Bann-Video hatte ich es auch garantiert nicht, weil ich habe das erst letztens wieder angeschaut. Im Bann, also auch die Anniversary Unit vom letzten Jahr, habe ich auch nicht in meinem Video gezogen. Die habe ich dann erst off-cam gezogen und ich glaube, da habe ich dann die Animation bekommen. Aber im Video habe ich die Ultimate Animation nicht bekommen. Und ich habe Bann im Video natürlich nicht bekommen dann in dem Fall. Weil Bann hat auch die Ultimate Animation gehabt, die Ultimate Escanor Animation. Ja, hoffentlich wiederholt sich's nicht nach einem Jahr. Das gleiche wieder. Hoffentlich nicht. Da ist sie. Doch nicht? Okay, der nächste. Ich habe jetzt Angst, dass sich sie wiederholt. Das gleiche Spielchen vom letzten Jahr. Elaine, Bro. Ich habe sie zwar auch nicht, aber... Ist doch die neue Elaine, oder? Ja, ja. Ich habe sie zwar auch nicht, aber... Bro. Komm. Escanor. Escanor, komm. The one only. The GOAT. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Niemals! Niemals! Was? 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 So unlucky gewesen. Holy shit, Bro. Digga. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Machen wir die nächsten 120... Ja, komm. Die machen wir noch rein, aber danach werde ich wahrscheinlich beim Banner tatsächlich nicht mehr sammeln. Danach werde ich beim Banner wahrscheinlich nicht mehr Sam. Crazy. Crazy. Wirklich bei der garantierten SSR bekommen. Oder halt bei der garantierten UR. Das ist das erste Mal, dass sowas passiert, Digga. Ich habe nicht erwartet, dass wir ihn da jetzt bekommen. Oh mein Gott, Alter. Wie geil. Wie geil, wie geil, wie geil. 300 Gems habe ich gebraucht. Jetzt natürlich ist es sehr geil, dass wir diese ganzen Filler-Charaktere gezogen haben. Weil jetzt habe ich 3 Units gezogen, die ich noch nicht hatte und den Ultimate Escanor. Wenn wir jetzt noch irgendwie Summer Freya bekommen, wäre das natürlich auch nicht schlecht. Sage ich euch ganz, ganz ehrlich. Wäre auch nicht schlecht. Ich glaube, die letzte ist Multi sogar. Ja, die letzte Multi. Was ist es? Okay. Stick Power? Schade, wäre geil, wenn wir hier jetzt noch Sonne gehabt hätten. Wäre richtig geil gewesen. Counter, komm, Stick Power. Schade. Letzte Multi lassen wir immer durchlaufen, egal was für eine Animation das hatte. Aber wirklich schade, dass wir hier keine Dinger noch hatten. Wäre echt geil gewesen mit Stick Power. Wäre echt geil gewesen. Blau leider nur die Shift, okay. Gewinn, komm, gewinn. Gleichstand, auch nicht schlecht. Ah, das ist gar nichts, oder? Nee, das ist gar nichts. Das ist leider nichts. Am Ende wurden wir doch nicht geschäftet. Ich habe ja noch die 2 Free Multis, die mache ich auch auf jeden Fall noch rein. Ganz klare Sache. Aber ich bin eigentlich zufrieden mit meinen Multis. Wir haben den Escanor bekommen. Wir haben die beiden bekommen. Und wir haben sie bekommen. Ich bin relativ zufrieden. Wir haben hier die Wedding Brunhild bekommen. Hatte ich noch nicht. Brauche ich unbedingt für mein Ragnar-Team, für Dinger, wie heißt es? Für Heroes Arena. Sie ist sehr gut für Knight und Boss Battle. Genau, hier steht es als für nichts anderes gut, aber für Knight und Boss Battle auch sehr, sehr nice. Auch sehr, sehr nice, auch wenn ich es nicht mehr mache. Dann sie, die Elaine. Ich glaube, sehr, sehr strong für Feen, genau. Also, wenn du halt Feen spielen willst mit Gloxinia, Ella Gloxinia und dem King. Oder es gibt ja ein bestimmtes King-Team, also Ella Gloxinia mit King für Ratatos. Dann ist sie auf jeden Fall unvermeidbar. Du musst sie haben. Und ich glaube, das waren die 3, die ich bekommen habe. Und natürlich der GOAT, the one and only. Ultimate Escanor. Boah, die Entrance Animation ist auch wirklich, also die, wo er gerade reinläuft, ist auch richtig crazy. Ist auch richtig crazy.
Ey, ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe richtig Bock drauf. Ich frage mich, wie die Heldenbewegungen aussehen. Kann ich das kurz machen? Kann ich das kurz machen? Tatsächlich. Gut. Gönn dir. Ja, Mann. Richtig fresh. Richtig fresh. Das ist mir wirklich noch nie passiert, dass ich sie wirklich bekommen habe bei der 300. Ist er bei seit Chaos Affe oder seit Golfer so? Ich weiß nicht genau. Heldenbewegungen? Okay, das ist wirklich nur das Skinny Escanor. Okay, es gibt keine Heldenbewegung von dem großen Escanor. Okay. Finde ich teilweise ein bisschen schade. Aber gut, ist halt so. Du läufst ja, glaube ich, auch mit ihm rum eher als mit ihm hier. Also, wenn du PvP kämpfst oder sowas. Aber sehr, sehr fresh. Ich kann ihn auf jeden Fall nicht hochleveln. Ich habe gar keine Aufwertungsmaterialien. Ich habe Dinger. Also, hier auf Level 60, ganz klare Sache. Aber ich habe sehr, sehr viel gelevelt letzte Zeit. Stufe, okay, kann ich machen. Auf Level 70 könnte ich es machen, mache ich dann später. Alles nachher nach. Und ja, wie gesagt, die Ultimate ist wirklich nicht crazy. Ich gehe bestimmt nicht auf die garantierte 900er. Ich werde noch die zwei Free Multis machen, die wir bekommen. Offcam natürlich. Vielleicht werde ich sie als Short hochladen. Weiß ich aber nicht. Gucken wir mal. Aber ich habe richtig Bock drauf. Schreibt in die Kommentare, wie eure Summons liefen. Das war's.